shadow over there. Watch your step. Now's our chance to ambush them. Here now. Let's move on the side. We'll mess them up in no time. Game over! I think we all did really well. Let's move on. Full power, everyone! They had their heads up their asses. What else can I say? Man should apply the same effort in the next battle. Let's go. Easier than cleaning a paintbrush. You should apply the same effort in the next battle. You're pretty low on stamina. Might want to head back before it's all gone. Shadow sighted! What's that? Mona's running out of stamina. Great! There's few remaining. Finish them all! You. This was over before it began. Good job, everyone. Okay, let's keep it moving. Guess we'll call it here. Erstmal wieder 5 Milliarden Dinge gesammelt. Are you sure? How many? Are you sure? Are you sure? How many? Are you sure? How many? Are you sure? So, jetzt leveln wir mal die Personas aus. Auf. Welcome to the Velvet Room. Vorher aber das Häftlingsregister. You wish to browse the entry. What will you, would you like to register? This persona has been registered in its present condition. You wish to strengthen it? How much power will you add? This is what the power of your mask has strengthened this persona. Ich habe hier draußen ein paar Bitbulls. You lack the power needed. How much power will you add? This is what you... Okay. So, Ottos hätten wir damit durch. You lack the power needed. Okay, die Power, die ich brauche. How much power will you add? This is what the power of your mask has strengthened this persona. How much power will you, this is what you've chosen. Von 39 einfach mal zu, the power of your, keine Ahnung, 6000. Strengthen this persona. You lack the power needed. How much power will you add? This is what you've chosen. Okay. You lack the power needed. Here's what I found. Are you double checking the request? Mit Inigo. Inigo kann kein Gottesarm an. Hab ich das wenigstens als Skillkarte? Ich muss doch irgendwas als Skillkarte haben. Irgendwas Nützliches. Oh ja. Gottes Anmut. Ah, das brauchen wir bei Eligor. Ja.
what I found. Are you double checking the request? Ach, ich muss hier raus, okay. Ja, ich muss mal wieder los. Tschüss. May luck be on your side. Oh, nehmen wir die mal an. Here's what I found. You're doing this one? Time to get to work. Jetzt brauchen wir dann noch Kaiwan mit Makuka. You're doing this one? Mitra mit mit regenerieren. You're accepting this request? Und halt you're accepting this request? Einhorn. Let's see. Hm. Aber nicht die Bindungsskill-Level. So, Lavenza, mach mal einen Spruch. Hallo, Trickster. Ist das ein Illegur mit Gottesanmut? Das reicht mir als Beweis, deine Aufgabe ist abgeschlossen. Gewiss werde ich in Zukunft noch weitere Missionen für dich haben. Diese Unternehmungen werden dein Potenzial gewiss weiter nähren. Bitte behalte deinen Fleiß bei. Alright. Awaken your new self. You wish to browse the entry? Would you like to register? This persona has been registered in its present condition. Also erschaffen können wir aktuell nichts. Ja, ich muss los. Na dann, auf in Wolfies Tochter-Dungeon. Ich kann heute ein bisschen länger aufbleiben. Also heute auch ein bisschen länger da bleiben. Weil ich habe morgen ganz spontan mir einen Tag Urlaub genommen. Ist momentan line-technisch nicht so viel los. Und ich hatte heute meinen Teamleiter sowieso gefragt, ob ich morgen freikriegen könnte. Die erste Antwort war leider Gottes nein. Und jetzt ist die Antwort ja. Let's go. Da bin ich ihm sehr dankbar drüber. Just hang tight, Akane. I'm on my way. Stay focused, Wolf. We don't have a clue what's ahead of us. He's right. Letting your emotions get the better of you won't do Akane-chan any good, Wolf. Yeah. So, I really have to use a code name, huh? Das ist echt sein einziges Problem. Ja, ey, brauche ich wirklich diesen Codenamen? Mit Gang, mit Gefangen, Bruder. Yours. Oh, nee, ich nehme mal lieber an. Nehme mal lieber an. Weil bei der fehlt mir, glaube ich, nur noch einer. Und wenn nur noch einer fehlt, finde ich das schöner. That all you got? All right. No time to waste. So in passing under the gates, you should pick a side. Walking in the middle is poor manners. Oh, I remember hearing that before. Are there any other rules? Well, I suppose if we're to follow proper courtesy, we should bow before passing over each one. Wait, come on! How many there are? It's okay, just get past here! Actually, it's already nighttime. Come on, we don't have time for this. Akane's waiting for us. So. These are boxes? The path continues down beyond those gates. That thing here, we're not going to hear. Die Mische ist immer noch sehr schlecht. You better check out some other paths for clues. Time for some lake. Keine Sorge, sie kommen nicht weit, außer sie erreichen den Vaterfuchsschrein.
Ah, stimmt, der Vaterfuchsschrein ist tief im Komplex. Den finden sie nie. Genau, also patrouillieren wir weiter. Ich habe das Gefühl, seine Tochter wird ein Fuchs. Wir müssen wohl irgendwas am Vaterfuchsschrein machen. Dann mal los. Aber wir wissen nicht genau, wo der Vaterfuchsschrein ist. Tja, wenn man Infos braucht, dann muss man ermitteln, Kinder. Und was machen wir? Und das machen wir im Grunde ja gerade. Das war zwar eher lauschen als ermitteln, aber ist okay. Wir sind Diebe. Wir machen so einen Scheiß. Jedenfalls müssen wir uns gründlich umsehen und genau hinhören, wenn wir jemanden flüstern hören. Hey, wieso machst du eine Pause? Schwing deinen Arsch sofort rüber zum Vaterfuchsschrein. Wo ist er doch gleich? Wie oft muss ich dir das noch sagen? Der Vaterfuchsschrein ist ganz im Nordosten des Komplex. Du meinst, ich muss so weit zu Fuß gehen? Na gut. Hey. Habt ihr gehört? Der Vaterfuchsschrein ist im nordöstlichen, in der nordöstlichen Ecke des Komplexes. Also von hier aus müssten wir wieder zurückgehen und dann die Gabelung nach Norden. Yeah. Cool, dann mal los. Tschüss. Sein. Kann es auch nicht sein. Stumm. Das ist so typisch Frauen und Karten lesen. Hey, what do you think that is? Was? What do we think what is? You can always use it. What? Where are we? This ain't where we came from, right? So if we pass through one of those swirling things, we end up somewhere else in the jail entirely. Oh, so we can't even just walk where we want to anymore? That means our only choice is to see where our feet shall lead us. Right. Let's see how far they can take us. Mann, ich verlaufe mich ständig. Wie soll ich da irgendwo hinkommen? Erstmal musst du wissen, wo du gerade bist. Das hier ist zum Beispiel der Pfad der Harmonie. Okay, wenn ich also weiter diesen Pfad entlang gehe, komme ich zum Elternplatz? Ja, und wenn du dich orientieren musst, merk dir einfach deinen Standort und wohin der Weg führt. Wir müssen also immer unseren Standort im Kopf haben. Ist sicher keine schlechte Angewohnheit. Trotzdem ist es Mist, dass wir den Wegen nicht vertrauen können. Ich schalte die Navigation lieber aus. Okay, dann kommen wir zum Vaterfuchsschrein, indem wir unsere Augen und Ohren folgen. I don't get it. I don't get it. Wow, a treasure chest. What's in it? Not bad at all. It's a shadow. What do you think's inside? The RNG. You got smile upon.
Arme schreien. Das wird sehr anstrengend. Das wird sehr anstrengend. Und da sind wir wieder hier. Wir sind wohl wieder beim Tochterfuchsschrein. Scheiße, nicht schon wieder. Wo geht's zum Vaterfuchsschrein? Gibt es Vater, die wir noch nicht erkundet haben? Wir müssen wohl jeden Einzelnen überprüfen. Ach, ist nicht dein Ernst. Don't say. Patrouillierendienst nervt so. Wir spazieren sinnlos auf und ab, wieder und wieder. Ich bin's leid. Tja, Pech gehabt. Das ist dein Job, also mach ihn vernünftig. Wie soll das bitte gehen, wenn ich mir nicht mal merken kann, wie ich wohin komme? Ach, du findest dich bald blind zurecht. Achte einfach darauf, wo du bist und wo die Wege hinführen. Das ist zum Beispiel der Pfad des Reichtums, ja? Geh weiter und du kommst zum Vaterfuchsschrein. Oh, stimmt. Ich habe vergessen, wie nah der Vaterfuchsschrein ist. Wir müssen ihn um jeden Preis beschützen. Hm. Habt ihr gehört? Dieser Weg führt zum Vaterfuchsschrein. Das ist also der richtige Weg? Dann los! Es gibt so massig viele Schreine. Hey, ich glaube, ich höre schon wieder dieses Katzenfiaulen. Wollen wir das Biest fangen? Vergiss es, ich will keinen Ärger kriegen, weil ich meinen Posten verlassen habe. Apropos, warum jagen wir nochmal eine Katze? Weil der alte Fürst spinnt und sagt, dass eine Katze ihn tyrannisiert. Wie soll denn eine Katze überhaupt herkommen? Zum alten Fürsten kommt man von hier doch gar nicht. Tja, im Gegensatz zu uns können Katzen überall hingehen, wohin sie wollen. Übrigens habe ich gehört, dass diese Katze den alten Fürsten überrumpelt und böse zerkratzt hat. Miaua, das hat sicher wehgetan. Hm? Miaua? Was heißt das, Mona? Keine Ahnung, ich bin keine Katze. Gehen wir einfach weiter. Ja doch, das ist mir. Warum darf ich denn da nicht lang? Das war doch voll der Tipp. Das war doch voll die Hinweise. Und sonst lauschst du doch auch immer. Mona? Kitty? Okay. Ich dachte, es hat was zu bedeuten. Why don't we see what that is? Right, we got it. Hey, wie heißt nochmal dieser kleine Bereich, bevor man zum Vaterfuchsschrein kommt? Ah, technisch gesehen ist das der Abschiedsplatz. Der führt direkt zum Vaterfuchsschrein. Moment, das ergibt keinen Sinn. Ich dachte, der Winkelkatzeplatz führt direkt zum Vaterfuchsschrein. Auf der Karte vielleicht, aber zum Abschiedsplatz kommst du geradewegs zum Vaterfuchsschrein. Vertrau mir. Wie denn bitte, wenn du nur unsinniges Zeug redest? Du redest hier unsinniges Zeug.
Ach, guck mal. Wie süß. She really loves us. Checkpoint. Don't forget to register. Found a shadow. Don't get caught off guard. Das ist also der alte Fürst. This was over before it began. Good job, everyone. Oh, nice one. Keep it up. Shadow's far as you know. Keep it moving. Uh-oh. Looks like a dead end. Hang on. Doesn't that fox statue remind you of anything? It does appear similar to the pair that currently blocks our route. More specifically, half of the pair. There's gotta be something to it, then. Let's check it out. Oh, have you sensed something with your sleuthing skills? I'm no kind of sleuth. I'm a pubsec agent. Gerade, Honey, bist du ein Phantom Thief. Neko Shogun! Shining fox? No, not me. The statue. They do look like they're shining. I wonder why. If something affected this statue, then maybe the other one that looks like it was affected too. Damn, Gramps! You really are a sleuth, aren't you? You should be on one of those cop shows. I'm already a cop in real life, genius. Either way, let's double back. Maybe we should return to the statues? Wir haben ja jetzt so mal hier. Let's see. Hm. Seid still, ich höre in der Ferne Stimmen. Vielleicht erfahren wir etwas, wenn wir lauschen. Los, Joker! Hey, was ist das für eine Nachricht? Kann ich die wegwerfen?
Wow, hey, nein, da steht mein Geheimcode drauf. Ach, echt? Mal sehen. Notiz. Den Mutterfuchsschrein erreicht man über das folgende Ritual. Paar, Harmonie, Eltern, Tochter, Reichtum. Vergiss das Beten nicht. Was ist das für ein Ritual? Und warum Mutterfuchsschrein? Wir haben vorhin einen Vaterfuchs gesehen. Heißt das, es gibt auch einen Mutterfuchs? Keine Ahnung. Gehen wir doch zurück zur Fuchspaarstatue und durchdenken das Ganze. Gut, dass wir hier was beigeschaut haben. Hey, mit der Something did happen to the statue. Sorry. Its eyes are shining too. But it looks like the other one wasn't affected. Looks like we're hunting for the other fox statue now. So you think we'll be able to use the path if we light up both statues' eyes? You're the sleuth here. Wo die andere Fuchsstatue ist? Ich habe das Gefühl, wir sind schon den ganzen Komplex gelaufen. Okay, mal sehen, ob wir mit den Infos, die wir gesammelt haben, die anderen Fuchsstatue finden. Also, wo finden wir die Statue, die wir brauchen? Am Mutterfuchsschrein. Guter Gedanke. Wenn es einen Vaterfuchsschrein gibt, gibt es wohl auch einen Mutterfuchsschrein. Vergesst nicht, wir müssen dieses Ritual ausführen. Es klang komisch, aber es muss ein Hinweis sein. Langsam verstehe ich es. Mit Mutter und Vater Fuchs kommt man an der Fuchspaarstatue vorbei. Wir müssen also vermutlich zum Mutterfuchsschrein. Aber was ist mit dem Ritual? Es lautete Paar, Harmonie, Eltern, Tochter, Reichtum. Und dann vergiss das Beten nicht. Was heißt es? Ist das eine Art Gebetsliste? Paar, Harmonie, Eltern, Tochter, Reichtum. Was denkst du, Joker? Das sind alles Orte. Ah, das ist es. Es gibt einen Ort, der zu jedem Wort passt. Paar bezieht sich auf die Fuchspaar-Statue. Und Harmonie auf den Pfad der Harmonie. What? Was ist mit Vergiss das Beten nicht? Wir haben keinen Ort mit Beten im Namen gesehen. Ich glaube, wir haben es fast, Joker. Bringen wir es zu Ende. In other words, Paar, Harmonie, Eltern, Tochter, Reichtum. Wie hilft uns das, den Mutterfuchsschrein zu finden? Nacheinander überall beten? I see. Ah, wir müssen also diese Orte aufsuchen. Und an jedem davon beten. Sehr gut, Joker. Wir kennen die Antwort, also los, denk dran. Paar, Harmonie, Eltern, Tochter, Reichtum. Come on, come on! Auf zur Fuchspaar-Statue, lass den Gebetsmarathon beginnen. Wir sind doch schon da. Das ist die Fuchspaar-Statue. Ich sollte beten. Paar, Harmonie, Eltern, Tochter, Reichtum. Als nächstes kommt der Harmonieschrein. Ja, weiß ich denn mit dir jetzt noch, wo der ist? Die Ziege! Ach ja, jetzt weiß ich, wo er ist. Da ist ein rotes Ausrufezeichen. Around here, but this place sure is pretty. This shrine is a pretty big tourist spot in the real world. It looks just like this if you come here at night. We can come back once this is all over. We can even bring Akane-chan with us. Dann können wir M rausnehmen und können sein Kitschi rein. Okay, let's get this up. Na dann, Ryuki, mach mal weiter mit dir weiter. Okay, I think we're clear. Let's move it. Thank you.
wir uns nicht hier lang gekommen? Ich sollte beten.